Bitcoin ist bereit zu pumpen zu neuen Höhen. Oh mein Gott, haltet die Augen auf. Bitcoin und Ethereum sind bereit abzuheben. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag, wo immer ihr seid, wann immer ihr seid. Danke, dass ihr meine Videos schaut. Mein Name ist DaVinci Jeremy, ich bin hier in Chile und ich werde bald Chile verlassen in den nächsten 2 Tagen. Ich fliege am Donnerstag, also ich mache natürlich morgen noch ein Video, aber ich weiß nicht, ob ich eins am Freitag mache. Vielleicht mache ich eins am Wochenende. Und dann werden wir sehen, am Montag bin ich wieder zurück in meinem normalen Rhythmus. Also, mit dem gesagt, wir haben eine gute Sendung heute, also schaut bis ans Ende. Wir werden uns natürlich zuerst die Nachrichten anschauen und wenn dich das interessiert, dann gehen wir rüber zu den Charts und dann werde ich dir zeigen, wie wir das traden, diesen Bitcoin und Ethereum Pump, also wie wir das traden, weil ja, das sieht ziemlich gut aus. Also lasst uns mit den Nachrichten anfangen, aber bevor wir das tun, denkt dran, wenn euch das interessiert, das zu traden, dann könnt ihr das tun bei bybit.davincij15.com, wo wir natürlich auch dieses World Series of Trading haben und meldet euch da an. Und natürlich, wenn ihr kein KYC abschließen wollt und ihr nicht eure ganze Information preisgeben wollt und dann später irgendwann, wenn du zu viel Geld darauf hast, was du nicht tun solltest, dann musst du noch dieses ganze AML, diese ganze Geldwäsche-Information liefern, wo das Geld her ist. Ja, wirklich, du hast es woher? Beweis es. Ja. Oh Mann, AML ist einfach nur schrecklich, absolut schrecklich. Und natürlich, OKX ist auch eine Exchange, die ihr benutzen könnt, eine ziemlich solide Exchange. Also wenn ihr die Exchange benutzt, die kein KYC braucht, bitte macht eure eigene Recherche, weil es ist eine neue Exchange und es ist eine sehr kleine Exchange und deswegen kommen die auch meistens damit durch. Bitcoin erholt sich aus einer 2-wöchigen Handelsflaute, da die Herabstufung durch Moody's den US-Bankensektor trifft. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass Bitcoins Anstieg wegen Moody's, aber was auch immer. Aber was sehr interessant ist, die Schritte begannen am frühen Dienstagmorgen, nachdem Moody's die Ratings von 10 US-Banken senkte und einen großen Namen, dadurch die Bank of New York Mellon und US Bank Corp und noch mehrere andere, aber hört mal zu. Ich habe eine Geschichte von der US Bank of Mellon und ich wünschte, ich könnte das finden, denn die Geschichte, die ich darüber gelesen habe und die Nachrichtenartikel, weil es ging immer wieder darum, immer wieder, dass sie gefangen wurden, dass sie geklaut haben, auf frischer Tat erwischt, komplett einfach nur geklaut von deiner Altersvorsorge. Und das war inmitten der 2008-Krise bis 2009. Also, das war einfach klar, die Leute müssen in den Knast. Aber, weil das System kollabieren würde, was die Regierung vorgeschlagen hat, einfach die Gesetze zu ändern, das, was sie getan haben, nicht mehr klauen ist, aber legal ist. Und ich weiß, du denkst dir jetzt, was? Ja, ich meine, es ist einfach ein Schlag ins Gesicht, wenn du das siehst. Und natürlich, die ganzen Medien, die konstant gesagt haben, dass sie in den Knast müssen, das ist schrecklich, bla bla bla. Und das war überall bei YouTube. Und diese ganzen Videos sind einfach nur verschwunden. Jedes einzelne Video. Das ist wahnsinnig. Das ist absolut wahnsinnig, wie diese Welt funktioniert. Und die Leute sehen es einfach nicht. Die sehen das nicht. Und das ist einfach wie, ich meine, damals, die Leute kennen die ganzen Geschichten über Hitler. Und diese ganzen Juden haben nicht gedacht, dass sie sterben. Und dann gab es die Leute, die gesagt haben, nein, das ist alles nur eine Verschwörung, nein. Und ja, wir haben das Internet und die Leute glauben immer noch diesen Schwachsinn. Sie glauben diesen Schwachsinn, den die Regierung denen sagen. Oh mein Gott, aber lass uns weitermachen. Der Bitcoin-ETF ist einfach nur eine Frage der Zeit. Ja, der Bitcoin-ETF ist ein Riesending und es kommt auf uns zu. Sehr viele Leute reden darüber, dass das genehmigt wird. Ich glaube auch, dass es genehmigt wird.
Dies wird einfach nur ein weiterer ETF sein, um den Preis runterzubringen. Jetzt gerade sehr viele Leute pushen den ETF, weil sehr viele Leute verstehen, dass der jetzige ETF, der im Jahr 2021 herauskam, Ende 2021, was das Ende des Bullenmarktes war, das war einfach nur ein Warenvertrag. Sie haben keine Bitcoin hinter dem Asset. Das sind einfach nur sehr viele Verträge, die dir versprechen, nicht Bitcoin zu geben, aber Bargeld, also Fiat. Also, das ist einfach nur schwachsinnig. Ich weiß nicht, warum die Warenbörse überhaupt für Bitcoin existiert. Das ist einfach nur wie ein Riesencasino. Und du kannst einfach nur mogeln. Und das ist es einfach. Es ist etwas komisch, weil der ganze Punkt einer Warenbörse ist, sodass, wenn du irgendwas produzierst, irgendeine Ware, wie zum Beispiel Bitcoin oder Öl, dann kannst du eigentlich einen festen Preis dafür bekommen, wenn du einen Vertrag in der Zukunft abschließt und den Leuten diesen Preis versprichst. Das ist was Gutes, weil derjenige, der was produziert und derjenige, der das konsumiert, diese Ware kann einen fairen Preis erhalten für diese Ware, der bei jeder andere spekulieren kann mit dieser Ware, mit der Zeit. Und das ist einfach, für was es da ist. Also wenn du nichts hast, wo der Produzent nichts produzieren kann, diese Ware und dir versprechen kann, und du keinen Konsument hast, der diese Ware nimmt, kannst du nicht spekulieren. So stupid, right? Oh my God. Also, aber trotz allem. Deswegen könnt ihr sehen, dass unsere Welt einfach korrupt ist und so erstellt und so manipuliert, dass alles, was wir tun, die Leute, die ganz unten sind, es ist einfach so erstellt, um uns umzunieten. Und das ist einfach ein Beispiel. Wenn wir Bitcoin kaufen wollen, versuchen sie, sicher zu gehen, dass die Preise niedrig bleiben, sodass du Angst hast und es nicht kaufst und dass sie es können. Und das ist einfach das Große und Ganze. Und dann natürlich die Leute, die reich sind, weil der Preis gibt ihnen einen Punkt und die sagen, was geht da ab? Lass uns lernen, was da abgeht, was die Superreichen machen. Also sie wollen nicht, dass das eintrifft. Das ist einfach der Weg, wie unser System funktioniert. Also lass uns übergehen zu Bitcoin. Und wir werden uns die technische Analyse anschauen. Und wenn ihr traden wollt, dann könnt ihr rübergehen zu 2bit.davincij15.com. Die Links sind in der Videobeschreibung. Und ich würde das schätzen, wenn ihr da ein Konto öffnet, selbst wenn ihr euch nicht fürs Traden interessiert. Wir können sehen, dass Bitcoin hier eine Höhe geformt hat. Es ist nie gut, selbst wenn... Beispielsweise, wenn du versuchst, dem hinterherzugehen und du bist hier eingestiegen und du hast es gehalten und du sagst dir, ich bin immer noch drin, ich will noch mehr hinzufügen, seht ihr, wie schlecht das ist? Ihr müsst diese Ws suchen, wo ihr eigentlich einsteigen könnt und es bei dieser Linie halten könnt. Also, wenn du eigentlich hier eingestiegen bist, auf diesem W, auf der 15-Minuten-Chart, schaut euch das an. Ihr könnt dieses schöne W sehen, wie es abgehoben ist auf der 15-Minuten-Chart. Genau hier. Also, wenn du hier eingestiegen wärst, hättest du diese Linie halten können, etwas länger und vielleicht dann Stop-Loss ganz hier unten setzen können, da Bitcoin bereit ist abzuheben. Wir haben diese Unterstützungslinie gehalten. Das ist ein guter Stop-Loss genau hier. Aber, auch wenn es ein guter Stop-Loss ist, weil es so gut ist, wäre ich vorsichtig und würde meinen Stop-Loss etwas weiter runterziehen, weil es zu gut ist, um wahr zu sein, dieser Stop-Loss, weil Bitcoin bewegt sich wie der Forex-Markt, wie eine Forex-Währung, also es sucht diese Stops, also wenn du hier unten eingestiegen wärst, dann bist du in einer guten Position und du kannst deinen Stop-Loss etwas weiter runterziehen,
sodass Bitcoin dich nicht auslöscht? War das wird es sehr oft tun? Also vielleicht ziehst du dann Stop-Loss hier runter, zu dieser Wick, weil dann ist es aus dem Weg, dann hast du eine niedrigere Wahrscheinlichkeit, dass du ja ausgestoppt wirst und dann kannst du etwas mehr hinzufügen in diesem Bereich unter den 29.639 und ein Stop-Loss, der hier bei den 542, dann kann es sich nicht auslöschen. Ich glaube, Bitcoin ist bereit zu pumpen. Ich glaube nicht, dass Bitcoin sich hier umdrehen wird, weil wir ein klares Signal haben, dass wir pumpen, weil wir ausgebrochen sind. Wir haben eine 4-Stunden-Kerze. Schaut euch das an, diesen wunderschönen Retest. Sogar auf der 4-Stunden-Chart. Also wir sind bereit zu pumpen, den ganzen Weg hoch. Lass uns sehen, zu dem vergangenen Hoch, bei den $32.000. Also wir sind bereit, da hochzukommen. Also haltet die Augen auf für die 32.000 als nächstes Ziel. Es wäre schön für die 4-Stunden-Chart hier nochmal diesen Bereich zu testen, weil dann würde das hier noch ein Wave formen und dann würden wir richtig heftig pumpen, weiter nach oben. Also haltet die Augen auf, den ganzen Weg hier runter kaufen, wäre eine gute Idee und einzusteigen, weil es sieht so aus, als ob wir bereit sind abzuheben auf der 4-Stunden-Chart. Und lass uns übergehen auf die tägige Chart. Und ja, wir müssen hier auf der tägigen Chart noch etwas zu dem 13. EMA, aber wir sind bereit abzuheben auf der tägigen Chart. Wunderschön. Wunderschön. Das ist ein Ausbruch. Also wenn wir uns Ethereum anschauen und wiedermals, es ist ziemlich gleich. Denkt dran, ich habe gesagt, wenn wir über diesen Bereich durchbrechen, über diese Trendlinie, das wäre positiv. Und wir können auch sehen, dass es über dieser Unterstützung und wir sind über den EMA Ribbon, die dreht sich jetzt um, das ist eine gute Position. Und wenn wir über die 1875 gehen, dann gehen wir hoch zu den 1930, weil das ist das nächste Ziel für Ethereum in der nächsten Zeit. Also das wäre ein einfacher Profit für einen Trade. Aber ich würde noch warten, bis wir etwas Struktur formen oder irgendein Pullback, der dir hilft, eine bessere, stärkere Position zu bekommen in dem Traden. Also, das sind meine Ziele. Wenn wir uns die Dominanz anschauen, ihr könnt sehen, wenn die Dominanz, wiedermals, wir warten darauf, wenn die Dominanz hier hochkommt und scheitert, hier durchzubrechen, durch die 52%, dann sollten wir richtig heftig Altcoins suchen. Weil wenn wir uns die Crypto-Bubbles anschauen, ihr könnt sehen, es gibt Altcoins, die pumpen, prozentual. Das ist natürlich gepreist in was? Ich könnte schwören, ich hatte das auf Bitcoin. Aber ich sehe jetzt gerade diese Einstellung nicht. Ja, Bitcoin. Also ja, gepreist gegen Bitcoin. Und wir können schöne Bewegungen sehen. Und das ist gut. Aber normalerweise sehen wir, dass wir im Oktober etwas weiter runterkommen. Wir haben meistens einen Pump Anfang September, aber am Ende des Septembers sehen wir ein Tief. Und normalerweise akkumulieren wir in dieser Zeit, aber wir müssen durch diese Trendlinie gehen. This stupid trendline. Wir müssen hier in M-Form und dann diese Trendlinie durchbrechen. Das bedeutet, wir werden weiterhin dumpen und dass wir weiter durchgehen und dass wir durch diese Bereiche durchbrechen. Und dann haben wir eine schöne Altcoin-Saison für die Little Old Lady. Sie ist wirklich am Leiden, wegen dieser Dominanz. Also, danke, dass ihr geschaut habt und danke, dass ihr eingeschaltet habt. Das war ein schönes Video. Ich glaube, das ist ziemlich lang, aber ich glaube, ihr schätzt es auch, weil wir hatten Spaß, ich hatte es auch und wir sehen uns morgen. Ciao.